Ja, herzlich willkommen zurück beim Kanal des Jahres, meinem Kanal nämlich. Und zwar, hier sind wir immer noch bei Minecraft gefangen und gucken uns mal ganz kurz wieder oben, was hier los ist. Oh, die Sonne geht unter, das heißt, wir werden gleich mal schlafen gehen und werden dann, was wir aber vor allen Dingen mal machen werden, ein bisschen anpflanzen. Das haben wir jetzt soweit nicht gemacht und das haben wir eigentlich noch gar nicht gemacht und das müssen wir jetzt auch mal machen. Und dann habe ich richtig Bock, hier eigentlich mal alles abzubauen und das, also ich meine wirklich richtig abzubauen. Aber als erstes geben wir mal pennen. Kann ich noch nicht. Okay, weil wir wollten einfach mal anbauen und uns vorbereiten auf die ganzen Höhlengänge. Aber was soll ich in die Höhle gehen, wenn ich nichts zu essen habe und da dann elendig verrecke und weil ich nicht mehr rauskomme? So, deswegen gehe ich jetzt ganz doll schlafen. Ich kann nur nachts schlafen. Für mich ist es schon nachts. Beautiful. So, bin ich aber gespannt. Ob hier jemand ist, der mich gleich umbringt. Wie komme ich eigentlich hier rauf? Weil manchmal kommt man hier nicht rauf. Das ist sehr eigenwillig, ehrlich gesagt. So, okay. Hier haben wir eigentlich nochmal das große Problem, was wir hier haben. Tatsächlich ist, dass die Musik so laut ist im ersten Sinne. Die müssen wir mal wieder ein bisschen leiser machen, weil die ist ja wirklich mal Wahnsinn. Und das nächste Problem, was wir haben, ist halt, dass hier alles noch nicht ausgebaut ist. Also der Steg da, der soll nämlich rüberführen bis da hinten hin und bis dahin und so. Das machen wir alles noch. Das sollte nicht das Problem sein. Die sollten auch mal langsam wachsen. Da müssten wir dann auch mal eigentlich die Schippe holen kurz und dann anbauen. So. Wo ist der Chipchen? Schippe ist nicht mehr. Da ist er doch. Oh Mann. Ja, Hauptsache, wir sind ein bisschen gelaufen. Dann machen wir den mal dahin. Die Schippe kommt dahin. Und dann wird jetzt. Ups. Da wird jetzt geschippt. Also dieses Rumgehüpfe, ne? Das ist ja auch fantastisch. So. Tak, 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 tak. Ja, Leute, habt ihr euch nicht schon immer mal gefragt, wie das hier eigentlich alles. Oh, fantastisch. Wie das hier nicht alles mal enden wird. So, bitte Steine. Steine haben wir hier reingemacht, ich erinnere mich. Und dann nehmen wir einfach mal ein paar Steinchen. Schippe fertig, alles schick und weiter geht's. Ja, was das hier alles werden soll und wie das letzten Endes aussehen soll. Also wie gesagt, was ich schon mal gesagt hatte, meine ich, dass wir hier eine Stadt bauen. Also eine riesengroße Stadt mit vielen Häusern und viel Leben und vielen Tieren. Vielleicht kommen auch mal irgendwelche Leute hin, die hier dann auch einziehen. Wie man ja gesehen hat, haben wir schon mal einige Räuber hier gehabt, die uns überfallen haben. Und mit uns sehr böse waren, weil wir hier irgendwas verändert hatten. Und ich glaube, das ist natürlich totaler Quatsch, dass wir das gemacht haben. Weil das ist ja sowieso Quatsch. Ja, alles Quatsch. Also theoretisch brauchen wir das gar nicht so. Haben wir dann noch einmal hier die. Ach Gott. Jetzt geht's los, dass mir so viele Sachen einfallen, was hier alles geändert werden müsste. Tja, war ja klar. Aber es ist ja alles kein Problem. Achso, kann man das. Achso, okay.
zum Beispiel, jetzt kann man hier rauf und kann das alles wunderschön abhacken. Wir müssen das alles normal machen jetzt. Och. Ich hack das jetzt einfach erstmal hier alles so hintereinander ab. Und boah. Viel Arbeit hier in dem Haus. Also man hat wirklich viel zu tun. Weil man so ein bisschen, ja, ein bisschen Steg machen möchte. Der geht auf jeden Fall schon viel schneller. So, jetzt sammle ich noch mal kurz ein. Die schönen Dinge des Lebens. So, und dann werden wir das Spiel ist manchmal sehr ruhig, ne? Das müssen wir mal festhalten. Es gibt, ihr könnt auch Musik anmachen. So. Ich weiß noch, als ich diesen Steg gebaut hatte, da waren auch gerade die bösen Buben hier zugange. So, okay. Hey, okay. Nee, hier. Das sieht schon mal viel besser aus. Und das macht auch viel mehr Sinn. Auch wenn es, naja, wenn es vielleicht ein bisschen höher sein sollte, aber es ist okay, glaube ich. Es ist in Ordnung. Das sieht gut aus. So, weil dann haben wir nämlich hier, was wir hier noch machen wollten auch. Gut, dass der Kerl immer nicht nass wird. Achso, einen haben wir noch. Hüpf, hüpf. Kann man das hier eigentlich so machen? Jawohl. Oder das sind Druckplatten, ne? Das bringt überhaupt nichts wahrscheinlich. So, die Druckplatten sind aber auch gar nicht mal so schlecht, weil theoretisch ja, wo kann man die Druckplatten denn ranmachen? Eigentlich nirgendwo, deswegen machen wir die Druckplatten jetzt erstmal. Haben wir die ganz umsonst gemacht, auch nicht schlecht. So, dann werden wir es mal ein bisschen hier anbauen, weil der Platz ja auch dazu da ist. Das nehmen wir noch mit. Platz genug hier ist ja überall. Hä? So, und dann werden wir das jetzt hier alles schön pflügen und dann haben wir ein großes Feld, wo wir wenigstens schon mal ein bisschen was angebaut haben. Und somit können wir dann auch ja, somit können wir dann auch endlich mal was produzieren. Brötchen und hast du nicht gesehen. Nur das Problem, was ich hier sehe, das ist, dass wir keine. Oh Mann.
diese Zombies überall. So, da haben wir noch zwei, perfekt. Und noch ein. Das müsste, also reicht tut es definitiv nicht. Da ist noch einer. Okay, achso, das war ja anders. Und dann machen wir das mal so hier, zack. Und schon wieder alle, seht ihr. Was ist denn für ein Zeug hier? Jetzt haben wir tatsächlich Weizen bekommen, also der Weizen sah damals immer ein bisschen anders aus. So. Nein. Hallo? So. Obwohl es schon wieder dunkel ist, können wir gleich wieder ans Bettchen gehen. Irgendwie geht die Zeit hier relativ fix. So, wir können natürlich noch nicht sofort schlafen, aber gleich. Und das ist mein Andenken an den dummen Esel. Okay. Na, wirst du jetzt runter und puh, endlich schlafen. So, Türchen auf. Wir gucken mal ganz kurz, ob es hier noch irgendwelche Besonderheiten gibt. Ja, also dieser Typ ist wahrscheinlich, glaube ich, gestorben, der hier ganz am Anfang mal war. In den ersten Folgen. Da war hier so ein Typ, der sich... Also einer mit zwei Lamas, die uns dann angegriffen haben, als wir ihn verkloppt haben, aus Versehen. Genau, und der hat hatte ja dann tatsächlich muss irgendwie in die Lava gefallen sein oder irgendwas ist auf jeden Fall geschehen. Jedenfalls ist der auf einmal weg gewesen. Sozusagen von heute auf morgen. So, okay. Gut. Es wird nicht mehr, das sage ich euch. Es wird einfach nicht mehr. So, mal Sicherheit die Tür zu machen. Okay. Okay. Irgendwie ist das gerade komisch, weil wir hatten eigentlich Stich gerade überhaupt nicht. Eigentlich hatten wir doch drei davon, jetzt haben wir bloß noch zwei. Okay, vielleicht zu früh geerntet oder so, keine Ahnung. Gut, wenn das so ist, dann werden wir erstmal hier nochmal ein bisschen rumlungern. Und und ein bisschen Gras suchen, nee, keine Ahnung. Oh, hier geht es auch richtig schön tief rein. Und ich glaube, da ist man auch schon mal reingefallen. Oh. Super. Was wir hier machen können. Schon mal ein bisschen aufräumen.
bisschen Steine besorgen für die spätere Zeit, dass wir dann gut ausgerüstet sind und uns auch ein Steinhaus bauen können und nicht immer aus so viel Holz leben, von so viel Holz leben müssen. Ich glaube, es sieht cool aus, wenn man so ein bisschen Holz hat und eben auch mal ein paar Steinchen. Das sieht ja immer ganz schmuckig aus. Und vielleicht sogar eine andere Sache, ein bisschen ein paar Pflanzen dran und so. Das wünscht man sich doch in der Regel. So, okay. So, dann muss man sich hier anstellen. Und dann gucken wir auch mal hier ganz kurz vorbei. Was wir jetzt machen, ist ja ganz easy. Weil wir haben ja genug davon. Ich liebe das Geräusch. So. Boah, manchmal bin ich mir nicht sicher, ob ich da nicht doch irgendwas sehe. Irgendwie sind mir die Sachen alle suspekt. Also irgendwas fällt mir immer auf in diesem Ganzen. Da oben ist zum Beispiel das Schaf, okay. Aber manchmal sehe ich so Sachen, wo ich denke, wow, das kann jetzt nicht sein. Und da hinten ist das schöne weite Land, wo wir eigentlich ganz viel Gras finden müssten. Da können wir nachher noch mal hingehen. Hier ist auf jeden Fall mal ein bisschen Kohle. So, ein bisschen absichern hier. Wie traue ich mich das ehrlich gesagt nicht? Weil dann sind wir nämlich alle tot. So. Jetzt sind wir abgesichert, jetzt können wir hier auch gleich mal raufspringen. Oh oh. Und gleich müssen wir wohl mal da runter. Hier ist natürlich auch nichts. Jetzt mal gucken, wie wir hier liebevoll runterkommen. Um diesen einen süßen kleinen grünen Punkt da zu erhaschen, der jetzt uns leider entwischt ist. So. Boing. Problem ist halt immer, dass man zum Beispiel so bestimmte Sachen nicht hört. So, einmal was schnapulieren. Zum Beispiel, wenn jetzt ein Creeper ancreept oder so ein Scheiß, dann sind wir ganz schnell. Das nämlich ganz schnell und dann ja, und dann haben wir halt das Problem, dass wir dann wieder von vorne anfangen müssen. So, ich glaube, das war es erstmal für heute wieder. Ich meine, nicht euch, sondern hier. Ich glaube auch, dass die Sonne gleich wieder untergehen wird.
und dann genau hier standen sie dann, die böse Buben. Kann man das nicht auch wegmachen? Ja. Also es gibt hier kein einziges Korn. Es gibt hier kein Korn, was man mitnehmen kann. Das ist natürlich auch nicht hübsch. Oh. Große Ausbeute. Hm. Gut, dann werden wir unseren großen Verdienst mal hier ganz kurz einpflanzen. Ganz toll. Ja. Und diese Kohle werden wir natürlich auch gleich mal hier speichern. Den nehmen wir gerne auch mit darüber, dahin. Zack. Zack. Und da haben wir wieder ein paar mehr Steine vor allen Dingen, die wir nachher nochmal benutzen können. Das werden wir alles noch in der Regel, also alles noch machen. Es gibt wieder vermehrt Tintenfische hier. Gut. Alles klärchen. Okay, da warte ich jetzt lieber noch mal ein bisschen. Und dann ab in die Haie hier, weil bevor sonst die bösen Buben kommen. Und dann doch einfach mal Bock haben. Na, wirst du wohl endlich ins Bett gehen? Ja, der Typ will nicht ins Bett gehen, er ist halt nicht bettlägerig. Er jonglierte noch einmal mit den Körnern in der Hand, um dann erfolgreich am nächsten Tag wieder aufzustehen. Wir sehen uns auch bald wieder in der nächsten Folge und dann wird das sicherlich ein bisschen dynamischer, als es jetzt ist. Und wir sehen uns mit diesem Gesicht gleich in der nächsten Folge wieder. Bis morgen. Tschüss.